31 Jahre alte Nintendo Switch? Ja, dieser Atari kam 1991 raus. Ich habe ihn für 15 Euro als kaputt in Teilen gekauft. Und das war damals sowas wie die Nintendo Switch heute. Einfach unglaublich. Das Ding war halt leider komplett verpfuscht, also es haben extrem viele Komponenten gefehlt laut Schaltplan und da war auch noch irgendein komischer Spannungsregler verbaut, der da gar nicht hingehört, da gehören eigentlich Rectifier-Dioden hin. Auf jeden Fall, ich habe mal das ganze Teil da auseinandergebaut. So alte Dinge lassen sich aber immer reparieren, also dass der Prozessor oder RAM kaputt ist, ist extrem selten. Bei so alten Dingen hat man meistens immer ein Stromproblem, das heißt die Elkos platzen oder die Transistoren funktionieren nicht mehr etc. Deswegen schmeißt diese Dinger nie weg, das ist ewig schade drum, repariert diese Dinger lieber, die sind auch gut Geld wert, also das Ding ist sicher nachher um die 200 Euro wert. Und ja, nach dem Umbau auf Original, Kiste läuft wieder, Steel Talons ist halt so ein richtig Kack-Game. Aber so haben die 90er Kinder damals gespielt ohne Nintendo Switch.